Hallo zusammen und willkommen zurück zu einem neuen Eintrag vom Abenteuerlogbuch Immortals Phoenix Rising. Zuletzt haben wir im kompletten Tal des ewigen Frühlings alle möglichen Truhen geöffnet, mythischen Herausforderungen abgeschlossen, Risse des Tartaros geschlossen und Ambrosia eingesammelt. Dabei hat sich allerdings noch ein anderes Geheimnis offenbart und darum kümmern wir uns jetzt. Viel Spaß dabei! Erinnert ihr euch noch an diese Truhe? Nein? Okay, dann lasst uns nochmal schnell in die Höhle zwischen den Wasserfällen gehen und gucken, was passiert. Thetis, Tochter von Gaia und Okeanos, Gott des größten Flusses, feierten ihre Hochzeit in der Höhle, die Phoenix gerade betritt. Zusammen hatten sie später 6000 Kinder. 6000? Das ist zu viel. Lieber bescheiden bleiben wie ich. Ich habe nur 54, von denen ich weiß. Verantwortungsvoll. Wir haben hier eine versteckte Nebenquest aktiviert. Davon gibt es im Tal des ewigen Frühlings noch zwei weitere. Wir starten von der Halle der Götter aus und nehmen uns als erstes Libet und Merit euch vor. Es gibt nämlich noch einen anderen Grund, warum wir gleich alle drei Nebenquests auf einmal absolvieren. Du bist sicher froh, endlich kein Baum mehr zu sein. Oh, ja, ich bin erleichtert. Ich habe aber immer noch ein paar Früchte. Willst du? Nein, danke. Ich weiß nicht mal, ob ich einen Magen habe. Vielleicht keinen Magen, aber Bauchmuskeln. Hallo! Wie sie sich durch deine Toga abzeichnen. Mediterrane.de? Ist das übertrieben? Es soll nicht so wirken, als bräuchte ich die Aufmerksamkeit, weißt du? Nein, alles ist gut so. Richtig gut. Richtig gut. Habt ihr vielleicht noch Aufträge? Nein? Ja, Aphrodite und Hermes brauchen ein wenig Zeit für sich. Und die sollen sie bitte auch kriegen. Wir lassen die beiden schön alleine. Das hier ist nämlich kein Programm ab 18. Im Questbereich angekommen, müsst ihr einen Schalter unter Wasser finden und auch aktivieren, der sich irgendwo zwischen den ganzen Säulen und Statuen befindet. Löwen sind Heras Lieblingstiere. Sprichst du immer alles laut aus? Folgt jetzt dem von Säulen und Statuen gesäumten Wasserpfad bis zum Strand. Dort werdet ihr eine Muschel finden und darin thront Hera. Hm.
meine schöne und furchteinflößende Frau. Kaum zu glauben, dass Hera bei Tethys und Okeanos die Streitereien schlichten konnte. Glaub mir, niemand erhebt seine Stimme in ihrer Gegenwart. Niemand. Die zweite Nebenquest wartet im Palast der Aphrodite auf euch und nennt sich Eros Schießereien. Ja, ich weiß, interessantes Wortspiel, vor allem wenn man bedenkt, was Hermes und Aphrodite gerade so treiben. Nutzt aber am besten die Schnellreisefunktion, denn der Startpunkt der Nebenquest befindet sich praktischerweise direkt in der Nähe eines Schnellreisepunktes. Fliegt von hier aus zum Fresko und geht dann nach links zur Eros-Statue. So aktiviert ihr die Quest. Eros, das Muttersöhnchen, macht, was Aphrodite befiehlt, wie einst, als er Helene mit seinem Pfeil angeschossen hat, um die Abmachung mit Paris einzuhalten. Ob Phönix die Macht eines Pfeiles an der Statue der Helene ausprobieren wird? Ganz in der Nähe der Statue befindet sich noch eine Druckplatte, die ihr entweder mit dem Phosphorklon beschweren könnt oder mit einem der in der Nähe befindlichen Blöcke. Das aktiviert einen senkrecht nach oben steigenden Luftstrom und den nutzt ihr jetzt, um den Turm nach oben zu gelangen. Hier habt ihr die Möglichkeit, entweder ganz umständlich einen Pfeil aus der Luft zu schießen oder ihr landet hinter der Zielscheibe, die ihr treffen müsst, und schießt ganz einfach aus dem Stand. Die arme Helene. Nachdem Eros Pfeil sie getroffen hatte, war sie völlig machtlos und musste ihren Mann Menelaos von Sparta für Paris verlassen. Die dritte Nebenquest in diesem Video befindet sich im Nordwesten der Karte in einer alten Dorfruine und nennt sich Hausbesuche. Diesmal hat Zeus etwas dazu zu sagen. Etwas über eine Heldentat oder so. Das erinnert mich an das Heim von Baukis und Philemon. Ich vermisse die Schreie. Warum habe ich das Gefühl, dass diese Geschichte mit der Zerstörung eines ganzen Dorfes endet? Kein ganzes Dorf. Hermes und ich sind als Bauern verkleidet von Tür zu Tür gegangen und haben um eine Unterkunft gebeten. Nur Baukis und Philemon haben uns reingelassen. Lehn dich zurück, Prometheus. Ich bin mal dran mit Erzählen. Der andere Teil dieses Dorfes befindet sich oben auf dem Felsen. Geht also hoch und hört euch weiter an, was Zeus zu erzählen hat. Dann gaben Hermes und ich uns zu erkennen und haben Baukis und Philemon genötigt, einen Berg zu erklimmen, während wir... Das Dorf zerstörten, um die zu bestrafen, die euch nicht aufnehmen wollten. Du Spielverderber! Ah!
aktiviert die Quest am besten über die Karte und ihr seht in der Missionsbeschreibung oben links euren Fortschritt. Oben links, da wo ich jetzt gerade, das verdecke ich gerade noch. Und jetzt macht am besten weiter und zerstört alles, was euch vor die Axt kommt. Phoenix, zerstöre das Dorf, so wie ich. Die Sterblichen sollen büßen. Hast du genug in alten Erinnerungen geschwelgt? Wusstest du, dass die Geschichte ein überraschendes Ende hat, Prometheus? Ach ja, welches denn? Ich habe Philemons und Baukis Haus nicht nur verschont, ich habe es renoviert. Geht zu den Überresten des Hauses des alten Ehepaares und hört euch den Rest der Geschichte noch an. Ich habe das Heim von Philemon und Baukis in einen Tempel verwandelt und sie zu seinen Wächtern gemacht. Die höchste Ehre. Lass mich raten. Ein Zeus-Tempel? Das spielt keine Rolle. Jedenfalls hatte das alte Paar einen Wunsch. Sie wollten beide so lange leben wie der andere. Also habe ich sie nach ihrem Tod in zwei verschlungene Bäume für meinen Tempel verwandelt. Siehst du, Prometheus? Ich habe nicht das ganze Dorf zerstört und für die alten Knacker habe ich etwas Romantisches gemacht. Ja, wie selbstlos von dir, Zeus. Das waren drei kurze, deswegen aber nicht weniger interessante Geschichten, die ich im Tal des ewigen Frühlings gefunden habe. Und ich hoffe, ich habe keine andere übersehen. So oder so ist das jetzt unser Abschied aus dem Tal des ewigen Frühlings. Und wenn ihr mehr sehen wollt, mehr von Phoenix, mehr Projekte und vor allem jede Menge Trophäen, dann solltet ihr den Kanal abonnieren und natürlich auch die Glocke aktivieren. Also bis zum nächsten Mal. Ich bin eure kleine Isa von Feel Free to Play.